Hi Leute, hier ist wieder euer Shadow mit The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ja, im letzten Part sind wir nicht weitergekommen, weil hier, ja, habe ich mich gewundert, warum ist denn das hier abgebrochen und so. Aber naja, es wäre eigentlich ganz einfach gewesen. Hier einfach kurz das Schild anvisieren, dann das Lied spielen und dann einfach die Bewegung ausführen. Rauf, links, rechts. Und das ist eigentlich ganz einfach, also muss ich rauf, links und rechts. Und dann habe ich es eigentlich auch. Und jetzt habe ich die Melodie ganz schnell gelernt. Mann, ich weiß nicht. Du hast das Lied des Windes erlernt. Was bei mir so gehangen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Was ist denn das? Wirklich ein mustergültiger Wind. Ja, wer bist denn du, ey? What the fuck? Gestatten Zephus, meines Zeichens Gott des Windes. Bist du der neue Meister des Windes? Ja, dein erstes Mal zeigst du aber ganz schön beachtliches Windverständnis, Junge, du gefällst mir. Das Lied, das du soeben erlernt hast, ermöglicht es dir, die Richtung des Windes je nach Lust und Laune zu verändern. Der Wind kann je nach Verwendung für gute, aber auch für böse Zwecke eingesetzt werden, ja. Beschämenderweise verlor mein Bruder Zyklus, oh mein Gott, die Beherrschung, als jemand sein Denkmal zerstört hat, ja. Da lässt er nun auf hoher See einen furchtbaren Wirbelsturm toben, der die Seefahrer in Gefahr bringt. Solltest du also auf See seinen Wirbelsturm treffen, dann bring mein Bruder doch bitte wieder zur Vernunft. Möge der Wind mit dir sein, Junge, ciao. Alter, was ist das denn für ein Typ? Irgendwie macht mir da Angst, aber naja. Okay. Anscheinend ist sein Bruder ein bisschen geistesgestört, wie sein, ja, Freund, den wir jetzt gerade getroffen haben. Das ist auch wirklich mal ein komischer Typ. Und jetzt können wir nämlich auch die Richtung des Windes ändern. Das heißt, rauf, links, rechts, oder? Genau. Du hast das Lied des Windes gespielt. Yeah. Und jetzt können wir nämlich die Richtung ändern, ganz einfach eigentlich. Genau so, wir müssen ja nach Süden. Epic Music, so. Und jetzt ermöglicht uns das Ganze an Bord zu gelangen. Segel setzen natürlich, wow, scheiße. Okay, jetzt habe ich leider momentan keine Ahnung, wohin es geht. Auf jeden Fall, Alter. Nicht so hassig, Jungchen. Alter, was... Alter. Was ist das für ein Fisch? Ich habe zwar keinen Schimmer, wer bei dieser Seekarte angerichtet hat, aber außer dem großen, weiten Meer ist da ja sonst fast nichts drauf eingezeichnet. Ja, was soll denn das bitte für eine Seekarte sein? Was denn, wie denn? Da erzählt man dir, Freundchen, was? Und du machst ein Gesicht, als hättest du den Klabautermann gesehen. Wie dem auch sei, verratet jetzt mal was Wissenwertes über diese Insel hier, also falt mal geschwind deinen Sicker drauf. Okay, ja, komm mal einfach schön. Alter, bist du... Picasso? Ich mal was drauf. Wow. Jetzt? Was hat's mir das gebracht? Auf der Rückseite von Draconia, der Insel hier, befindet sich eine höchst verdächtige Höhle. Tja, nur zu dumm, dass du keine Flügel hast, denn ohne eine kleine Flugeinlage wirst du da leider kaum hineinkommen. Aber, jetzt kommt das Aber, mein Guter. Da kann man wohl nichts machen, also lass den Kopf nicht zu sehr hängen. Das wäre soweit von mir. Außerdem werde ich auch all meine Kumpels bei den anderen Inseln Bescheid sagen, ja? Wenn du also in der Nähe eine Insel einen Fisch herumspringen siehst, dann wirf ihm doch wie ein Futter hinzu, ja? Danach ist dir noch mehr Informationen auf die Seekarte. Hero Daloy, damit werden wir quitt, vielen Dank. Okay, aber, wenn wir jetzt schauen, mit was können wir denn die Fische füttern? Was ist denn das hier? What the fuck? Was ist denn hier? Also das lasse ich mal hier. Okay, und das möchte ich wissen.
Okay, ab. Nein! Geh doch aufs Boot, Link! So, Segel setzen. Und leider habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so Schimmer, wo ich gerade hin muss. Aber ich denke mal einfach, weil es so nach Süden zeigt, gehe ich einfach mal auf die Insel dazu. Ich werde das Ganze nicht schneiden, weil, ja. Ich meine, Leute, das ist so eine schöne Aussicht, das muss ich jetzt einfach hier genießen und so. Oh. Nein, nicht das Lied spielen. Ach, egal. Weil unten ist ein Zeichen ist gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das was zu bedeuten hat. Aber ich glaube nicht. Und ja, das war doch der crazy Typ, oder? Der das nicht zur Vernunft bringen konnte, oder? Liege ich jetzt da völlig falsch? Wohl kaum, oder? Okay. Aber ich glaube, ja. Da kann ich eh nicht weiter. Da müssen wir auf jeden Fall nicht hin. Vielleicht doch hier auf die Seite. Aber der Pfeil sagt mir wirklich was anderes. Also von dem her folge ich jetzt nur noch dem Pfeil. Okay. Dann wird es anscheinend doch eine bisschen längere Fahrt, habst du das Gefühl? Was denn das? Ach so, nein! Nein! Ich muss zurück! Aber so bin ich. Komme ich vorwärts? Ich bin ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl, ja. Aber es klappt also. Komm weiter, los! Und zum ersten Mal wird es Nacht und es regnet dabei. So, jetzt noch kurz drehen das Ganze. Nein, nicht so. Ich muss da Fischchen füttern. Anscheinend, das wurde mir so erzählt. Jetzt hier. Bergen. Was? Das ist gar nicht, oder was? Was ist denn hier drin, Alter? What the fuck? Was haben wir denn jetzt gefunden? Oh mein Gott. Was ist es? Okay. 50 Rubine. Okay, das ist ja schön und gut, aber naja. Okay, das war anscheinend ein kleiner Fail. Okay. Am besten, wenn ich schneiden und wenn das dazwischen kommt, dann ja. Werde ich es natürlich einblenden. Waha. Okay, Leute, hier bin ich eigentlich auch schon wieder und wir sehen hier doch etwas Spezielles, was nämlich der Bruder von dem einen Typ da anscheinend gesagt hat, wegen dem Wirbelsturm, ja. Ich glaube, da ist irgendwas, ich kann es eigentlich unscharf erkennen jetzt gerade, aber da ist auf jeden Fall was, ja. Wow, ein Rubin, yay, kann man gut gebrauchen. Oder ist das hier nichts Interessantes, oder wie? Ach, sind auch nur Fischer, okay. Nein, eigentlich möchte ich hier nochmal hin. Zu dem hier ein bisschen an Lande kommen. Komm schon. Sei nicht so behindert. Okay, hier möchte ich kurz anhalten. Segel setzen, ja. Hier möchte ich aber kurz rausgehen, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung, was hier abgeht. Was ist denn das hier? What the fuck? Nee. Da ist gar nichts. Na super. Dann hat es wohl ziemlich gebracht, muss ich sagen. Ach, egal. Segel setzen. Auf geht's. Ziemlich ruhig hier, muss ich gestehen. Okay. Kann ich vielleicht in so einen Wirbelsturm rein? Mal schauen, was passiert, weil ich habe wirklich keine Ahnung. Okay, das ist gerade wirklich ziemlich komisch. Also verrückt spielt es auf jeden Fall. Oh mein Gott. Aber anscheinend. Jetzt, das kann doch nicht sein, oder? Ach so, okay, ich bin erst da unten. Naja, ich habe noch einen weiteren Weg vor mir. Also bis gleich.
Oh mein Gott. Wie hatten wir da angefangen? Oh mein Gott, was haben wir jetzt gekriegt? Darf ich raten? 20 Rubine. Yay. Oh ne, 50 sogar. Nicht schlecht. Okay, jetzt ist also wieder das Landensicht. Das ist dein Zielort, die Insel Tantopia. Tantopia. Oh mein Gott, epic, epic. Das ist wirklich epic Moment. Von sehr aus scheint es fast so, als würde ein riesiger Baum aus dem Meer ragen. Aber auf dieser Insel liegt ein üppiger Wald, die Heimat des Dekobaums, des Terahüters. Legend of Zelda Ocarina of Time? Deine Aufgabe ist es, den Dekobaum zu finden und von ihm das göttliche Artefakt Faroras Diamo in Empfang zu nehmen. Ich hege die Befürchtung, dass uns Gen auch auf dieser Insel zuvorkommen sein könnte. Also sei auf der Hut, mein Lieber. Okay, dann zuerst mal Kopf abschlagen, ja. Nee, Spaß. Eine Info. Guten Tag, guten Abend, meine ich. Wie heißt es so schön? Wir fein. Ja. Du bist so überflüssig, Mann. Okay, shit happens. Also anscheinend spielt hier der Dekobaum eine große Rolle. Was mich... Oh mein Gott. Scheiße. Was mich ehrlich gesagt an Legend of Zelda Ocarina of Time erinnert. Ja, den hebe ich doch einfach mal auf. Bam. Ach, da ist ja noch eine. Die schlage ich doch einfach. Achso, die kann ich auch ganz easy anscheinend. Bam. Und bam. Einfach mal... Oh Leute, ich hoffe, man hört das nicht so stark. Weil ich habe ein Gewitter, ja, ich nehme gerade vielleicht mit ein bisschen behinderten Umständen auf, aber ich muss, weil... Ach ja, das kann ich doch auch mal erwähnen. Eigentlich nehme ich die Parts immer 5 bis 6 Tage im Voraus auf. Aber heute ist der 13. Also ich wünsche euch schon mal ein frohes Valentinstägchen, ja. Geht doch mit der Freundin ein bisschen raus. Kuschelt sie doch ganz fest. Wenn ihr doch noch Single seid, dann macht euch nicht so Gedanken. Die richtige kommt auf jeden Fall noch. Ich werde natürlich wahrscheinlich aufnehmen, weil ich habe wirklich nichts vor. Freundin habe ich nicht am Start. Nee. Habe ich wirklich nicht. Momentan auf jeden Fall. Man weiß ja wirklich nie, wie es ändern wird. Oh, fuck. Nein. Ach, dachte schon, wie, ich muss alles nochmal von vorne machen, du. Das wär's jetzt gewesen. Okay, so einfach komme ich anscheinend nicht rauf. Und der hat mich runter befördert. Alter, da muss ich ja wirklich aufpassen vom Feinsten. Was spuckt ihr eigentlich raus, wenn ich fragen darf? Und wie kann ich das still auch sehen? Okay. Bam. Und jetzt sind sie down oder was? Ja, nee, oder? Ist klar. Ich muss jetzt wieder von Anfang an das machen, oder was? What the fuck, da war aber was drin, ey. Das kann ich doch sagen, da war was. Ach, ich möchte es eigentlich wirklich nicht ausprobieren. Ne. Ob ich jetzt da rankomme, weiß ich gar nicht. Vielleicht mit einem Seil? Ich weiß wirklich gerade nicht. Wow. Wow, das war knapp. Knapper Sprung, knappe Sache. Nein! Ich Idiot! Ja, jetzt kannst du lachen, ja. Ja, bam. Du bist Binder, du Tintenfisch oder was du auch immer sein solltest. Ach, Shadow, ich... Ach, ich Idiot. What the fuck? Ich kann irgendwie... Also ich hoffe, das geht okay. Da ist die Strömung nicht so stark, auf jeden Fall. Oh, nette Umgebung hier. Natürlich die Musik. What the fuck? Wo sind wir hier gelandet? In Prinztopia? Wow. Anscheinend ein bisschen hohes Wasser. Und Rubine warten auch wieder auf uns. Okay. Aber das ist anscheinend nicht so Sinn und Zweck hier.
Nach, ich kann nicht rauf, nur anpressen. Okay, ist klar. Ja, das sind auch nur behinderte Rubine. Kann ich wirklich gerade nicht gebrauchen. Das ist doch der Dekobaum. Oder etwa doch nicht? Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Igitt. Oh mein Gott. Anscheinend müssen wir hier drauf. Kann ich den einfach zielen hier? Einfach so. Irgendwie anvisieren oder so. Nochmal. Nochmal ein bisschen tiefer. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich den eigentlich retten muss. Okay. Kleine Info anscheinend. Shadow, was schießt denn da so rum? Schnell, schlage diese eklige Biester vom Dekobaum herunter. Hast du doch die Äpfel vom Baum geschüttet? Was? Hier? Oder hier? Oder so etwas hier? Weil das wird eigentlich noch Sinn machen hier. Aber komisch, dass es nicht klappt. What the fuck? Ich... Oder kapiere ich dieses Prinzip hier nicht, oder? Okay. Jetzt kommt drauf an, die Äpfel. Wo sind denn die Äpfel hier? Ja, da muss ich jetzt wirklich kurz schauen, wo die eigentlich sind. Das kann ich jetzt nicht sagen. Da oben oder was? What the fuck? Was geht hier vor sich? Oder kann ich die irgendwie aktivieren? Boah, ich... Ich komme nicht ganz nach. Oder ich mit dem Kopf... Ach so. Na super. Und das sind Äpfel. Und bam. Einfach alles zerbashen, ja. Einfach... Ah, die kommen nicht mal wieder, oder was? Achso, und die sind dann wie unsichtbar. Bam. Zack. So, dieser noch. Bam. Das soll eine Gewissenheit, oder? Okay. Verstanden? Bitte entschuldige. Es ist nur so, dass dein Gewand mich an vergangene Tage erinnerte und ich mich der Sprache aus eben jeden Tagen bediente. Ich bin der Schutzgott dieses Waldes, der Dekobaum. Ich danke dir, dass du mich von diesen Plagegeistern erlöst hast. Sag mir, derjenige, der dich hierher geführt hat, ist nicht zufällig ein sprechendes Boot namens Roter Leunkönig. Das dachte ich mir. Dann benötigst du also den Dämon oder Göttin, nicht wahr? Oh ja. Ich verstehe, damit ich auch das Rätsel um alle Monster geklärt haben sollte, die vor einiger Zeit hier aufgetaucht sind und die Wälder unsicher machten. Dieser Schädlichigen ist demnach wieder aufstanden. Eiles geboten. Krox, Kinder des Waldes, dieser Junge ist nicht euer Feind. Seid unbesorgt und zeigt euch. Oh mein Gott. What the fuck? What the fuck geht hier vor sich? Oh mein Gott. Was ist denn das für eine Pappmaché? Wie lautet dein Name, mein Junge? Shadow? Shadow, darf ich dir die Krox vorstellen? Ach so, das ist immer noch der gleiche. Scheiße. Sie sind ein Volk von Waldgeistern. Ursprünglich waren sie Menschen, aber sie, die langen, langen Jahre des Lebens umgeben vom Meer, haben sie ihre jetzige Gestalt entwickeln lassen. Die Menschen haben Angst vor ihnen wegen ihren Aussehens, aber in meinem Auge sind sie alle liebe, brave Kinder.
Wie gewohnt wollten wir gerade zusammen unser alljährliches Zeremonie abhalten. Den Diamant, den du benötigst, will ich dir nach der Zeremonie aushändigen. Aber wenn wir uns jetzt nicht zur Zeremonie beeilen, dann geschieht noch ein Unglück. Nun denn, sind alle bereit, wollen wir beginnen. Der dicke Baum, furchtbar, es ist ganz furchtbar. Markus. What the fuck, was ist mit dem? Was ist geschehen, Titius? Du, Makaroska, Makaroska. Ihr kommt aber auch immer zu spät. Aber nein, dicke Baum, Makaroska ist in verbundenes Hain gestürzt. Was sagst du? In den verbotenen Hain? Ich hab ihn blablabla, ich hab's gewarnt. Ja. Immer diese Macaroni. Shadow, du hast es gehört. Der verbotene Hain liegt gleich neben diesem Wald. Es ist ein unheimlicher Ort, an dem sich schreckliche Monster niedergelassen haben. Okay. Genau, Makaroska zu retten. Dekoblaum, ja. Ich benutze ja den Gegenstand hier. Aber gib mir einfach. Muss das rausscheißen? Crap. Oh my god. Ha. Okay, wir müssen anscheinend einfach das Blatt aufnehmen. Ja, ist ja auch, die Zeit drängt. Also Leute, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, euer Shadow. Ciao.